Hey Leute, heute machen wir einen super einfachen Snack, der einem in jedem Zustand ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Hallo ihr Lieben, wir machen heute einen der besten amerikanischen Snacks überhaupt, und zwar Grilled Cheese Sandwiches. Los geht's! Wir brauchen Brot und geile leckere Sachen, die wir dazwischen legen. Ich mache Honigzwiebeln. Erstmal Zwiebel schneiden. Grilled Cheese Sandwiches. Wie das schon klingt. Brote mit gegrilltem Käse. Besser kann es eigentlich nicht sein. Ich schneide die Zwiebeln in Ringe. Schneiden kann man das eigentlich nicht nennen. Das ist eher hacken. Hack, hack. Jetzt brauchen wir zunächst eine kleine Pfanne für die Zwiebeln. Piu, 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 piu. Ich gebe ein bisschen Butter in die Pfanne. Und während die Butter warm wird, fange ich schon mal an, den Thymian zu zupfen. Weil wir machen Thymian-Honigzwiebeln. Kennt ihr diese Tage, an denen man sich gar nicht anzieht, an denen man die ganze Zeit im Schlafanzug bleibt oder in irgendwas Gemütlichem? Und wenn dann draußen die Sonne scheint, mache ich es immer so, dass ich die Gardinen zuziehe und so tue, als ob es in Strömen regnen würde, damit es keinen Grund gibt, vor die Tür zu gehen. Jetzt kommen die Zwiebeln in die Butter. Die Zwiebeln fangen schön an zu braten. In der Zeit werde ich schon mal das Brot schneiden. Ich habe hier so ein richtig schönes, rustikales Bauernbrot. Zurück zu den Zwiebeln. Die werden schon schön ein bisschen braun. Dann können wir sie jetzt salzen. Schwupp. Und den Thymian dazugeben. Und da wir ja Honigzwiebeln machen, fehlt noch etwas Honig. Den Herd habe ich jetzt schon ausgestellt. Fertig. Jetzt müssen wir unsere Brote mit Butter bestreichen. Jetzt geht's ans Belegen. Aber nicht auf der Butterseite, so wie man das sonst mit dem Brot machen würde, sondern wir drehen das Ganze um. Und belegen die trockene Seite, weil auf der Butterseite werden wir das Brot nachher braten. Zum Belegen ist eine Sache ganz, ganz wichtig, und zwar Käse. Natürlich Grilled Cheese Sandwiches. Ich habe hier Bergkäse. Die Amerikaner machen, glaube ich, sogar auch nur Käse manchmal in das Sandwich. Aber ich möchte es noch ein bisschen herzhaft haben. Und zwar gibt es bei mir noch Parmaschinken dazu. Und eben unsere Zwiebeln. So, zwei Scheiben Schinken. Der darf auch ruhig ein bisschen rausgucken an der Seite, dann brutzelt er da so ein bisschen an. Dann ein paar von unseren Zwiebeln. Das ist quasi ein Deluxe Grilled Cheese Sandwich. Und jetzt das Wichtigste, der Käse. Und jetzt die Butterseite rauf und ich hole eine große Pfanne. In die Pfanne müsst ihr jetzt kein Fett tun, weil wir haben ja das Brot mit Butter bestrichen. Jetzt darf das Brot in die Pfanne. Die Butter wird das Brot jetzt so richtig schön rösten, dann drehen wir es um. Dann streichen wir noch ein bisschen mit einer Knoblauchzehe drauf und dann ist es schon fertig. Wir gucken mal, wie es aussieht. Oh yeah! Und hier, seht ihr, wie der Käse schon anfängt zu laufen? Ich kümmere mich jetzt schon mal um die Knoblauchzehe. Einfach halbieren und mit der angeschnittenen Seite reiben wir dann gleich einmal drüber. Ich fange schon mal hier an. Einfach nur so ein bisschen. Wir wollen nur so ein leichtes Knoblaucharoma haben. An so einem Tag wie heute geht man eh nicht aus dem Haus. Es ist vollbracht. Andere Seite noch. Tja, was soll ich sagen, Leute? Aufschneiden, reinbeißen. Ich gönne mir jetzt. Seht ihr diese perfekte Stelle, wie der Käse rausquillt? Oh. Boah, es ist wirklich ein perfektes Brot. Es ist crunchy, es ist super käsig, dann schön herzhaft durch den Schinken und ein bisschen süß durch die Zwiebeln. Ich verspreche euch, dieses Grilled Cheese Sandwich bringt euch auf jeden Fall durch den Tag. Probiert es aus und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.